Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auf der Suche nach einem Upgrade für euer Gaming-Setup, dann heißt es dranbleiben, denn heute stellen wir euch unsere Top 3 Gaming-Fernseher mit 120 Hertz vor. Wir stellen euch drei Modelle unterschiedlicher Preisklassen mit ihren Eigenschaften vor. Weitere Details zu den Produkten findet ihr dann, wie immer, ganz gewohnt in der Videobeschreibung. Schaut dort gerne einfach mal rein. Starten wir nun aber mit dem Video und dem ersten Modell. Das Modell der ersten Preisklasse ist der Sony KD65X80J. Mit dem 4K HDR Prozessor X1 und 4K X-Reality Pro fühlt sich alles, was ihr seht, unglaublich real an, mit Bildern, die noch näher an die echte 4K-Qualität heranreichen, für eine bemerkenswerte Klarheit. Mehr als eine Milliarde Farben werden von Triluminous Pro zum Leben erweckt. Seht einfach diese schillernden, lebensechten Farben, die auf eurem 4K-Fernseher zum Leben erweckt werden. Der X-Balance Speaker sorgt für klaren, hochwertigen Klang aus mehreren Richtungen, sodass ihr direkt in die Szene eintauchen könnt. Mit der Freisprechfunktion von Google könnt ihr die Fernbedienung beiseite legen und euren 4K-Fernseher nur mit eurer Stimme steuern. Versucht einfach, euren 65-Zoll-Fernseher zu bitten, einen bestimmten Titel zu finden, nach Genres zu suchen und erhaltet eure persönliche Empfehlung, was ihr euch ansehen möchtet. Das minimalistische Design des Fernsehers hilft euch, euch auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich das Bild. Der zentrale Standfuß mit hochwertigem Finish wurde so entworfen, dass er perfekt zu diesem 4K-Fernseher passt und mit eurer Einrichtung harmoniert. Weitere Details findet ihr im ersten Link der Videobeschreibung, schaut dort unbedingt rein. Das Modell der zweiten Preisklasse ist der LG OLED 65C17LB. Dieser 4K OLED Smart TV mit 164 cm bzw. 65 Zoll Bildschirmdiagonale und den Außenmaßen 144,9 x 86,2 und einer WESA-Norm von 300 x 200 mm ist ein Smart TV. Dieser kommt mit webOS 6.0, mit LG Think, mit Google Assistant, Amazon Alexa und Apple AirPlay 2. Auch das von LG bekannte Home Dashboard und die inkludierte Magic Remote Fernbedienung dürfen hier natürlich nicht fehlen. Euer Fernseherlebnis wird unterstützt von dem Alpha 9 Gen 4 AI Prozessor mit 4K, mit AI Picture Pro, Face Enhancing, Ultra Luminance Pro und AI Sound Pro. Bild und Ton werden abgebildet durch 4K Cinema HDR mit Dolby Vision IQ, HDR 10 Pro, HLG, Filmmaker Mode und Dolby Atmos fähigen 2.2 CH Soundsystem mit 40 Watt. Tuner-Typ und Konnektivität sind mit Twin Triple Tuner mit 2x DVB, T2, HD, CS2, LAN, WLAN, Bluetooth 5.0, 4x HDMI, 2.1, eARC, VRR, ALLM, 3x USB, optischem Ausgang, einem Kopfhörerausgang und dem CI Plus 1.4 Modell. Alle weiteren Informationen zu diesem Produkt findet ihr im zweiten Link der Videobeschreibung. Das Modell der dritten Preisklasse ist der Philips 65 OLED 807. Hierbei handelt es sich um ein 4K UHD OLED Smart TV mit vierseitigem Ambilight. Auch dieser Fernseher verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 164 cm bzw. 65 Zoll. Die Außenmaße inklusive Standpost betragen 145 x 91 x 30 cm und er greift auf eine WESA-Norm 300 x 300 zurück. Die Bildqualität des Philips-Fernsehers ist mit OLED 4K UHD P5 Intelligent Picture Engine mit KI und einer Aktualisierungsrate von 120 Hz angegeben. Die Bildoptimierung wird erreicht durch ein White Collar Gamut 99% DCI P3 Dolby Vision Perfect Natural Motion KI Bildqualitätsmodus Micro Dimming Perfect, Calman Ready Filmmaker Modus HDR 10+ und Adaptive IMAX Enhanced Modus erreicht. Der Fernseher verfügt über ein einzigartiges Ambilight, das vierseitige Ambilight mit den Funktionen integrierte Ambilight und Hue, Ambilight Music, Spielmodus, Anpassung an die Wandfarbe, Lounge-Modus, Ambi Wake Up, Ambi Sleep und Philips Wireless Lautsprecher für zu Hause, Ambilight Aura und Ambilight Boot Up Animation. Der Fernseher verfügt über Apple TV 11R mit Google Assistant, mit Alexa, mit Netflix, DAZN, YouTube, Amazon Prime Video, Disney Plus, Spotify, Apple TV, YouTube Music, Mediatheken, 16 GB Speicherkapazität, einer Fernbedienung mit Mikrofon, einem Pause-TV und USB-Aufnahmefunktion. Der Gaming-Modus wird über HDMI 2.1, VRR, FreeSync Premium, G-Sync Compatible, Ambilight Gaming-Modus und eine extrem niedrige Latenz mit 120 Hz angegeben. Ein weiteres Highlight des Fernsehers ist außerdem die Fernbedienung mit Lederapplikation und schöner Tastenbeleuchtung. Weitere Details zu dem Produkt findet ihr im dritten Link der Videobeschreibung, schaut dort unbedingt rein. Das war dann auch unser Vorstellungsvideo zum Thema Gaming-Fernseher mit 120 Hertz.
Wir freuen uns über eure Fragen und Anmerkungen in den Kommentaren dieses Videos. Falls wir euch weiterhelfen konnten und euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.